Eine Stimme. Deine Täuschungsschule? Ist noch nicht mehr. 20 von 30. Wahnsinnig. Also ich hätte nie gedacht, dass es so eindeutig wird. Ich meine, wir haben 7 Monate Wahlkampf gefeiert, auch gefeiert an vielen Orten und Stellen. Und die Zustimmung war immer gut, aber dass sie am Ende so eindeutig ist, das überrascht mich selber. Und ich bin wahnsinnig stolz auf Fechter, dass sie mir so ein großes Vertrauen schenken. Und ich bin bereit, jetzt für 7 Jahre richtig zu arbeiten, damit Fechter weiter vorangebracht wird. Schön feiern können. Bei Melchers, jeder ist eingeladen. Ich hoffe, es passt. Und dann wollen wir auch morgen direkt anfangen loszulegen, damit wir uns das weiter voranbringen und wir zusammen mit allen Parteien die Gespräche suchen, dass wir natürlich gemeinsam arbeiten. Denn ich glaube, bei so einem Ergebnis merkt man, die Menschen in Vechta wollen, dass man gemeinsam etwas voranbringt. Und das Klein-Klein brauchen wir nicht. Ja, erstmal vorab, der Souverän hat klar entschieden, das Wahlergebnis der Stichwahl liegt auf dem Tisch. Es gibt ein glasklares Votum. Der Sieger der Stichwahl ist Christian Carter. Mein herzlicher Glückwunsch an Christian Carter zu diesem Wahlergebnis. Ich glaube, wir können uns miteinander auch gratulieren. Wir haben einen klasse Wahlkampf geliefert, miteinander, fair und etwas, was in der Länge und auch in der Intensität in Vechta noch nie gesehen wurde. Ich glaube aber auch, das ist eine echte Herausforderung, auch als Aufgabe. Ich habe großen Respekt, große Demut auch vor der Aufgabe, die jetzt auf Christian Carter zukommt. Ich wünsche ihm alles Gute, dass Vechta sich so gedeihlich weiterentwickelt. Für uns, für mich, sage ich auch, ich glaube, dass wir eine tolle Kampagne gemacht haben. Ich glaube aber auch, dass wir eine Quittung bekommen haben für das, was, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren an Streitereien da waren. Das ist heute auch nochmal deutlich dokumentiert worden. Die Adresse in dieses Ergebnis ist, glaube ich, deutlich in Richtung CDU zu lesen. Und insofern wird man jetzt Zeit haben, die Dinge in Ruhe zu analysieren. Wahlen zu verlieren ist sicherlich ein normaler demokratischer Vorgang. Er wird deswegen auch nicht schöner, das sage ich auch dazu. Aber nochmal, mein Glückwunsch gilt natürlich dann Christian Carter. Und wir gucken jetzt nach vorne ab morgen und werden nochmal genau analysieren. Und alles andere sehen wir dann.